Sehr verehrte Zuseher, ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen bei unserem wöchentlichen Kaufmannschaftsfenster. Diesmal anwesend der Bürgermeister der Marktgemeinde Reute, Herr Helmut Wieseneck. Grüß Sie, servus. Heute haben wir ein neues Glückshängerl. Wir befinden uns hier wieder in der Wirtschaftskammer bei der zweiten Zwischenziehung unserer Weihnachtsaktion. Und diesmal ist unser Glückshängerl die Amelie. Sehr geehrte Zuseher, bei uns hier im Kaufmannschafts-TV haben wir heute unser Ehrengast, ist der Bürgermeister der Marktgemeinde Reute, Herr Helmut Wieseneck, bei dem ich mich gleich recht herzlich bedanken möchte für die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit. Herr Bürgermeister, wie wichtig ist die Kaufmannschaft und die Weihnachtsaktion für die Marktgemeinde Reute? Die Kaufmannschaft ist ein nicht mehr wegzudenkender Faktor innerhalb der Marktgemeinde Reute. Wenn es sie nicht gäbe, müssten wir sie erfinden. Daher bedanke ich mich bei allen Funktionären und den ganzen freiwilligen Mitarbeitern recht herzlich bei der Kaufmannschaft im Namen der Marktgemeinde Reute und natürlich auch persönlich. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Neben mir befindet sich jetzt Lukas Getzele, Sohn unseres Ehrenobmanns und sozusagen Erfinder der Kaufmannschaft Reute. Der Lukas ist selbst schon ein langjähriger Mitstreiter im Vorstand der Kaufmannschaft. Und Lukas, ich hätte jetzt eine Frage an dich. Wie wichtig ist es zum Beispiel die Weihnachtsaktion in deinem Betrieb? Also für mich ist es einfach faszinierend, die ganzen Jahre, wie es jetzt seit der Weihnachtsaktion gibt, dass die Kunden, wenn sie Brillen bestellen, so zwei Wochen vor der Aktion startet, ihre Brillen gar nicht mehr abholen kommen, weil sie einfach auf die Lose einfach scharf sind und dass sie die haben wollen. Und wehe, wir vergessen es einmal, wir haben einen großen Zettel an der Kasse dort, und wehe, wir vergessen es einmal, ist es immer wieder toll, dass die Kunden dann daran erinnern, dass die Lose, dass sie die haben wollen, weil es einfach für sie wichtig ist und sie gewinnen ja auch jederzeit tolle Preise. Und das ist einfach das Schöne.